Hi Clasher, The Menace ist wieder on Tour und zwar bin ich diesmal im Clan Namby Pamby mit einem alten Bekannten, dem Sniper, der schon mal einen Gast-CW bei uns hatte und auch bei Revolution mal Mitglied war, wo ich auch schon mal zu Gast war und mit Sicherheit auch mal wieder hingehen werde. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall einen sehr, sehr soliden Kriegsclan. Wie man hier im Kriegslog jetzt sieht, es sind sehr wenige Niederlagen, sehr viele Siege, auch mit hoher Prozentzahl. Die Jungs machen hier schon einen ordentlichen Job. Ja, da werden wir doch einfach mal einsteigen. Das Schöne ist, sie sind gerade in einem Krieg und ich kann sogar die Details der letzten Kriege noch einblenden. Ich habe mir jetzt nicht so viele Kämpfe angeguckt, mache das Ganze jetzt ein bisschen spontan. So, aber jetzt gucken wir uns einmal erstmal hier was an. So, wir starten jetzt mal. Und zwar mit Commander GT. Das war ein Angriff, der mir sehr gut gefallen hat. Nicht wie er begonnen hat, sondern wie er geendet ist. Und zwar schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr seht diese verkackten Ringbases, wo wirklich viele Leute Probleme mit haben, was ich auch absolut verstehen kann. Die nerven schon ganz schön. Jo, er geht mit Bowlern dran. Und ich würde jetzt mal meinen, lassen wir mal laufen. Der Anfang ist jetzt nicht unbedingt so gut geglückt. Auf der einen Seite möchte er gerne funneln. Blöderweise ist der Heiler direkt da in dem Einzugsbereich des Bogiturms gewesen und der Luftfeger pustet sie weg. Auf der anderen Seite vielleicht von der anderen Seite nicht weit genug gefunnelt. Deswegen wird der Sprungzauber auch relativ ungenutzt bleiben, den er gleich setzt. Aber der Clou, wie gesagt, kommt zum Schluss. So, die Bowler und die Helden und die Riesen gehen jetzt erstmal rein. Und merkt euch mal im Hinterkopf, er hat noch drei Lakaien über. So, da wird jetzt erstmal ordentlich rechts und links aufgeräumt. Jetzt kommt die Clanburg, die lockbar gewesen wäre, hätte ich vielleicht darüber nachgedacht, die zu locken. Schmeißt die Giftzauber, um die zu verlangsamen. Die Queen macht dann den Rest. Ist im Endeffekt gefallen, hat ihn aber trocken gekostet. War vielleicht nicht der idealste Weg. Aber gut, er hat schon ordentlich aufgeräumt. Seinen Stern hat er erstmal sicher. Die Riesen machen noch einen guten Job. Der King dahinter noch kann er noch zünden. Die Queen kann er noch zünden. So, jetzt schießt der Inferno drauf. So, ihr seht, die Truppen gehen ihm so ganz allmählich aus. Jetzt wird es gleich Zeit für den King. Da zündet er ihn. So, und jetzt setzt er einen Lakaien erstmal. So, gesetzt, dieser Lakai geht direkt zum Rathaus. Zweiten Lakaien, etwas von der Seite und blöde Luftmine. Aber es hat nur den einen getroffen, er setzt jetzt den nächsten nochmal von der anderen Seite. Und diese beiden verkackten Lakaien schaffen es tatsächlich, das Rathaus down zu kriegen. Während die Queen dann noch ein bisschen aufräumt, den Inferno noch weggeräumt hat. Und ihr seht nur noch die Lakaien. Das Ganze beschleunigen wir mal ein bisschen, denn sie schaffen es im Endeffekt noch. Das war auf jeden Fall mal eine hohe Prozentzahl mit zwei Sternen. Auf jeden Fall sehr clever zum Schluss die drei Lakaien. Sehr, sehr gut gemacht. Auch wenn der Angriff nicht hundertprozentig gut gelaufen ist, aber das war klasse. So, dann gucken wir uns noch mal spontan noch irgendeinen anderen an. Ich werde Checks jetzt mal auslassen. Das ist der Leader, der mir erlaubt hat, hier zu filmen. Vielen Dank dafür. Aber ich wollte nicht sehen, wie ein 10er und 9er einreißt. Da haben wir noch mehrere von. Gucken wir uns mal Knubbel an. So. Ein Govival. Solide Base auf jeden Fall. Schon gut gelevelt. Mal von der Luftabwehr abgesehen, ist die Def schon ziemlich max. Die Helden jetzt noch so mittelprächtig, 15 und 16. Na gut, dann schauen wir mal, wie der rangegangen ist. So eine klassische Google Base, schön symmetrisch. So, er geht von unten rechts dran. Ohne groß zu locken, zwei Giftzauber hat er dennoch dabei. So, erstmal die Mauern ein bisschen aufmachen. Ja, die Mauerbrecher kommen auch ziemlich gut durch, machen den unteren Bereich auf und den mittleren Bereich unten rechts. So, die Valkyries sind ordentlich gefunnelt und gehen jetzt genau rein Richtung King. Eine weiß gerade nicht, wo sie hin will. So, er giftet die Klamburg. Ist auch bitter nötig bei den Valkyren, muss man ganz klar sagen. Haut jetzt auch ziemlich viele Zauber drauf in der Mitte.
so dass seine Walküren auf jeden Fall standhalten. So, wir haben wieder einen wichtigsten Spieler, einen Magier, der den Drachen gekillt hat. Sonst wäre es wahrscheinlich noch ziemlich übel geworden. So, ein paar Backup-Magier noch an der Seite gesetzt. So, da ist ja nur noch ziemlich viel überall. Er kennt King und Queen noch zünden. Und die Valkyries helfen dann ordentlich durch die Wand zu gehen. Golem ist noch dabei, der ein bisschen tankt. Jetzt kommt der andere Golem. Und ich denke, das ist der Hauptknackpunkt. Die Golems sind noch da und tanken für die anderen Truppen. Sodass dementsprechend im Endeffekt auch 3 Sterne dabei rumgekommen sind. Auch wenn noch ein ganzes Karree an Death da steht. Aber das scheint noch gut zu klappen. So, da geht noch eine Riesenbombe hoch. Allerdings kann er immer noch King und Queen zünden. So, jetzt zündet er den King. Musste er nun auch. Nützt er nix. So, und jetzt sieht man langsam, dass die Death doch langsam, aber sicher schwindet. Jetzt geht der Golem vor, der King geht nach außen, was immer sehr gut ist. So, die Queen wird gleich mit Sicherheit unterstützend auf die Mauer einprügeln. Oh ne, sie rennt rum. Aber halb so wild, dass sie noch zünden kann. Eine 21er Queen, die kriegt schon ordentlich was weg. Beschleunigen wir mal ein kleines bisschen, wir wollen ja noch mehr zeigen. So, der letzte Bogiturm geht down. Der Mörser schafft es nicht mehr, die Queen zu zünden. Im Endeffekt ein extrem knapper Angriff, aber schöne 3 Sterne. So, dann gehen wir nochmal weiter. Und zwar einen Krieg danach. War das jetzt dieser hier oder war ich da gerade? Schauen wir mal eben. Ich glaube, das war dieser Angriff hier. Jawohl. Und da schauen wir uns das Ganze mal an. Auch wieder so eine Base, wo die Truppen gerne in eine Runde latschen und die Mitte außen vor lassen. Aber das hat Tuna sehr gut geregelt. Ich wäre vielleicht von der anderen Seite rangegangen mit dem Queen Walk, den er dabei hat. Mit seiner 32er Queen, die ja schon super ist, um die Clanburg zu killen und den restlichen Kill Squad auf eine andere Seite setzen. Aber wir schauen erstmal überhaupt, was er gemacht hat. Ihr seht jetzt links Queen gesetzt, Queen Walk. Setzt jetzt ein paar Mauerbrecher, um die Queen reinlaufen zu lassen. Es ist ja außen auch nicht viel, sonst wird so richtig elend in die Runde latschen. So kann sie jetzt ganz in Ruhe erstmal schön aufräumen. So, auf der anderen Seite setzt er jetzt, während die Queen ganz in Ruhe ihren Job macht, schon mal die Golems und Magier zusammen mit dem King. Der kommt gleich. Da kommt er. So, und jetzt kommt die Clanburg. Und das ist vielleicht ein bisschen fatal. Auf der anderen Seite, die Queen kann man ganz schnell aus den Augen verlieren. Die zündet er mehr oder weniger im letzten Moment. Und er wirft auch gleich noch einen Wut drauf, der vielleicht etwas früher hätte kommen müssen. Ne, da der Inferno dann die Queen gebraten hat. Aber sie hat schon wirklich einen guten Job gemacht, hat schon gut aufgeräumt. Und auf der anderen Seite, die Magier, die Golems und der King machen auch einen ordentlichen Job, indem sie rechts und links aufräumen. Und von oben links sehen wir jetzt, er hat die Mauer aufgemacht, setzt einen Sprungzauber und haut jetzt die Valkyries rein. Und wenn wir jetzt mal genau hingucken, rechts und links vom mittleren Segment ist eigentlich nichts mehr, außer hier in dem Bereich, wo die Bogetürme sind und der Queen-Altar. Und der nächste Weg führt ohne Frage direkt zum Rathaus. Sprich in die Mitte, und er hat 13 Valkyrien, wenn ich das richtig gezählt habe, mitgehabt. Und die haut er jetzt rein. Haut jetzt noch einen Wut drauf, damit sie vorne schnell aufräumen. So, der Sprung war gut gesetzt, die Valkyries hüpfen drüber. So, beide Inferno stehen noch. Also eine Chance auf 3 Sterne bestand da im Endeffekt nicht. Aber auf jeden Fall sehr gut gemacht, lockere 2 Sterne. Ich denke, so ungefähr war der Plan. Und den hat er auch super umgesetzt.
Sohle. Die beiden Lakaien machen noch ein paar Prozente und damit sind sichere zwei Sterne im Sack. So, auf jeden Fall gut gemacht. Rechts und links wunderbar aufgeräumt. Die Walkis rein. Klamburg ist gefallen. Die Queen wurde schnell von den Walküren platt gemacht und die Mitte war down. So, jetzt gucken wir uns nochmal einen weiteren an. Wir gucken uns mal manuell an. Oh, gucken wir einer Show. Ein Stoned Gohawk. Stoned, weil da drei Golems involviert sind. Relativ wenig Magier, aber die sind ja hauptsächlich auch zum Funneln da. Die Golems müssen halt mit in die Mitte kommen, damit sie für die Hawks im Endeffekt auch alles wegtanken. Schön den Sprung gesetzt, damit sie auch richtig fein in die Mitte kommen. Die Magier haben ordentlich gefunnelt, die Helden kommen rein. So, Gift für die Klamburg. So, die Queen und die Magier gehen jetzt mit rein und kümmern sich dann wahrscheinlich auch mit um die Klamburg. So, und jetzt setzt er schon die Schweine, da wo die Golems auch rumrennen, damit den Schweinen im Groben nichts passiert. So, heilt sie recht ordentlich durch. Allzu viele Schweine hatte er nicht dabei. Single Bomb hinter den Tesla. Vielleicht wäre eine Doppelbombe ein bisschen besser gewesen, aber gut. Umso besser für Manuel und für den kleinen Nambi Pambi. Sehr schön gemacht, sehr schöne drei Sterne. So, jetzt noch einmal ordentlich durchgeheilt. Skelettfallen nerven ein kleines bisschen, aber jetzt laufen sie in den Heil. Viel Def ist nicht mehr da. Die Queen kümmert sich auch schon wieder drum. Um den Magierturm, dann um den Bogiturm und die Kanone. Zünden kann er sie auch noch. Unten ist noch ein bisschen, ist noch ein Magier zum Backup, der da rumrennt. In der Ecke, auch nicht unwichtig, ein Bogi an den Bohrer gesetzt. So, zündet er die Queen, der King ist down, ein paar Schweine sind noch da. Es ist nicht allzu viel übergeblieben, aber im Endeffekt reicht es doch völlig aus. Rest ist Cleanup, beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Und das war's. So, dann gehen wir jetzt mal zurück. Und jetzt schauen wir uns mal den derzeitig laufenden Krieg an. Vielleicht haben wir noch einen Live-Angriff. Mal schauen, vom Gegner wollte ich jetzt eigentlich keinen zeigen. Die Bases offenlegen. Ja, wir warten eigentlich noch auf Shax, der angreifen wollte. Deswegen haben sie sonst noch dabei. Ja, da werden wir mal nachgucken. So, jetzt schauen wir mal. So, das ist auf jeden Fall ein Rathaus Mono, den will ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Hier haben wir den Manuel nochmal. Hier zeigen wir mal noch einen anderen. Und hier sehen wir auf jeden Fall wieder einen Gohawk. Shattered, wie man es nennt, mit zwei Golems. Ihr seht, die Def ist jetzt noch nicht unbedingt Max. Die Magiertürme hängen noch ein bisschen hinterher. Ein paar Bogitürme hängen noch ein bisschen hinterher. Die X-Bögen sind noch auf 1. Ein Troll-Tesla wurde von der Queen ausgeschaltet. Aber so einen muss man erstmal schlagen. So eine Base kann schon ziemlich ätzend sein. So, jetzt kommt die Klamburg. Auch eine ziemlich tödliche Kombination. Valkyren und Babydrache drin. Und Magier. Aber die konzentrieren sich ja Gott sei Dank auf den Golem. Und die restlichen Truppen können da ordentlich Theater machen. Kriegt seine Golems wunderbar in die Mitte. Setzt jetzt die Schweine. Nicht alle auf einem Fleck. Ihr seht, oben poppen zwei Troll-Tesla raus. Die sind schon ziemlich nervig. Aber er hat sehr clevererweise noch einen Magier zur Hilfe der Schweine gesetzt. Unten haut er den Hall rein, da wo die Riesenbombe hochkommt. Ein, so wie ich das sehe, extrem schön gemachter Angriff. Er hat noch eine Riesenmenge Schweine über, er hat noch einen Heilzauber über, den er jetzt nochmal setzt, da wo die nächste Riesenbombe vermutet. Da ist aber nur noch eine Sprungfalle. Da könnte jetzt noch eine kommen, ne, auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob schon alle hochgegangen sind, aber Respekt, war ein super Angriff. Ordentlich Schweine über. Seine Queen ist noch da, die er noch zünden kann.
So, jetzt haben wir natürlich noch den einen Troll-Tesla, der da in die Ecke hochgekommen ist, der eben am Anfang nicht erschienen ist. Aber er hat noch so viele Schweine über und auch noch ein paar Backup-Truppen. Das reicht. Die Schweine müssen jetzt zwar noch mal ganz auf die andere Seite, da ist nämlich noch ein Bombenturm. In der Mitte, was glücklicherweise passiert ist, dass der Golem die Riesenbombe ausgelöst hat. Ansonsten Riesenbombe und Bombenturm bei schon angeschlagenen Schweinen hätte vielleicht noch knapp werden können. Ja, also gar nicht so schlecht gemacht vom Gegner. Aber ihr seht, was für eine Masse noch übergeblieben ist. Das sind lockere 3 Sterne. Rest ist wieder ab, Clean up. Die Schweine laufen in Runde. Die Queen macht in der Mitte die Tanks kaputt mit ihren Bogies. Sehr schön gemacht. So, dann wollen wir noch mal weiter schauen. Sniper. Sniper, unser alter Freund. Den schauen wir uns mal eben an, was er da fabriziert hat. Er ist da mit Valkyren dran gegangen. Auch hier sehen wir wieder die Def bis auf die Luftabwehren. Max Rathaus 8. Keine X-Bögen, also 9,5er. Für seine Truppen eigentlich relativ easy going. Er geht ordentlich breit dran. Funnelt ordentlich durch, dass seine Valkyries auch reingehen. So, die Klammburg kommt, Lakaien, Valkyrie und Loons drin. Giftet sie jetzt erstmal ordentlich. So, seine Klammburg lässt er erstmal noch außen vor. Die kommt jetzt. Noch ein paar Valkyren in der Hinterhand. Heilt seine Valkyries ordentlich durch. Der Heil war super. Jede Menge Valkyries sind sehr lange im Heil. Kloppen sich durch die Mauern. Für einen 8,5er auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Die Tesla hat er schon auf Max Rathaus 9 gemacht. Und die Mauern sind auch schon ganz gut dabei. Da brauchen auch Walküren eine ganze Ecke, wenn die nicht gerade in der Riesenmeute sind, bis sie da durch sind. Aber er hat auf jeden Fall reichlich Truppen über. Also das Dorf finde ich nicht schlecht, aber also für ein 8,5er Dorf, aber das hat Sniper gut gelöst. Dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, ob wir in den nächsten Sekunden noch einen weiteren Angriff sehen werden. Weil der Bereich oben, der Krieg sieht sehr gut aus. 10 Angriffe sind noch über. Unter anderem die Top 3 haben auch noch Angriffe. Nummer 1 Shaxx hat sogar noch 2. Lassen wir uns mal überraschen, was das noch so gibt. Die 5 wurde noch nicht angegriffen, noch übergelassen. Ne, und ein paar Cleanup-Attacks sind auch noch da, die die 8 ausgleichen können und die 7. Komm, schauen wir uns einfach nochmal einen unteren an weiter. Oh, hier haben wir einen. Da gehen wir direkt rein. So, Only geht dran. Und zwar haben wir jetzt Rathaus 9 auf Rathaus 8. Wie gesagt, nie zu schade sein fürs Team, 3 Sterne zu holen, auch wenn man als 9er und 8er angreifen muss. Auch der muss geschafft werden, also ran an den Speck. So, er macht erstmal ordentlich Theater mit seinem Killsquad. Und jetzt haut er die Walküren rein, die jetzt einfach sich stumpf durch die Wand prügeln und rein in die Mitte. Seine Queen hatte dann dementsprechend auch schön übergehabt. Durch den Giftzauber konnte die Loons in Ruhe vom Himmel holen. Und die 4er-Valkyren bahnen sich jetzt ihren Weg durch die Base. Und tanken natürlich nochmal für die Queen. Die Golems sind auch noch da, rennen ordentlich durch. Die Def hat im Prinzip keine Chance gegen diese Übermacht von Truppen. Jetzt rennen die Valkyren außen rum. Aber es sind einfach so viele. Ein Overkill. So wie es sich gehört für einen 9er auf einen 8er. Sauberer, solider Angriff. Wir mal eben kurz bekunden. So. Und was ich immer schon mal schreiben wollte. So, sehr schöne 3 Sterne.
damit das Video jetzt nicht zu lang wird, werde ich jetzt hier mal Schluss machen. Ich denke nicht, dass ich noch groß warten kann auf die nächsten Angriffe. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass ich hier filmen durfte und komme auch gerne nochmal wieder. Wie gesagt, ein sehr freundlicher, netter Clan, ein sehr guter Kriegsclan, wie ich eben schon gezeigt habe. Und mit einem kleinen Blick auf alle Leute, die hierbei sind, werde ich mich verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!